Hallo Freunde und willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition, wo wir in der letzten Folge einen kleinen Umweg gemacht haben und dann da unten endlich diesen etwas größer ausfallenden Kampf geschafft haben. Ich war mal kurz hier hintergucken, was da ist. Da ist nur eine Truhe mit einem Plan für einen Bogen. Demnach uninteressant für uns. Und wir haben hier noch einen Archivar. Besucher, Gäste, willkommen. Die Hallen stehen euch offen. Dankeschön. Könnt ihr mir sagen, wohin eine Kunari gegangen ist, die man die Widersala nennt? Ja, wir haben viel erfahren, obwohl sie der irrigen Überzeugung war, wir könnten nichts hören. Bringt einen Schlüsselstein zum Davarat. Ich werde bald zu euch stoßen und eine Bestandsaufnahme unseres restlichen Guardlog machen. Okay, den Schlüsselstein haben wir. Ich habe bei einem der Kunari einen Schlüsselstein gefunden. Ja. Und ihr braucht die Worte für ihren Schlüssel. Maras Nera. Er leuchtet. Er wird den Weg zum Davarat öffnen. Möget ihr finden, wonach ihr sucht. Dankeschön. Indem ihr hierher gekommen seid, habt ihr die Wege gestärkt. Ich kann nun einen errichten, sofern ihr zu gehen wünscht. Stimmt, da sind wir auch schon mal rausgekommen, oder? Ihr habt uns wirklich sehr geholfen. Gil-dir-Thalen war der Name, den mir die Elvenan gaben. Einer, der die Sucher des Wissens leitet. Ich war die Verbindung. Eine Stadt konnte die Aufzeichnungen einer anderen lesen. Ein Elvenan die Erinnerungen eines anderen fühlen. Als der Schleier über uns fiel, stellte ich das Ende all ihres Wissens dar. Wir müssen diesen Davarat finden und die Widersala aufhalten. Das hier. Und ja, daran habe ich wieder. Wir sollen ja jetzt in den Winterpalast zurückkehren. Das Okay, ist es auch nur ein anderer Weg. Immer dieses Hin- und Hergerenne. Dann stehen da noch so Level 26 Dämonen vor. Wie gesagt, ich hätte die ja gern besiegt, aber nein. Die hauen uns ja tot, bevor wir auch nur einmal durch die Barriere gekommen sind. Das möchte ich nicht. Ach, jetzt brauchen wir auf einmal wieder. Ja gut, jetzt kommt wahrscheinlich auch eine Cutscene. Wobei, nee, eigentlich nicht. Eigentlich kommen wir jetzt erstmal wieder nur in den Kreuzweg. Dann von da aus in den Winterpalast zurück. Eure okay. Spione haben bestätigt, dass es im Palast von Denerim Guardlock-Fässer gibt? Ja, genau wie in Val Royeaux und überall in den freien Marschen. Der Winterpalast ist nicht das einzige Ziel. Die Kunari sind nur einen Befehl davon entfernt, sämtliche Adelshäuser der bekannten Welt auszulöschen. Aber das Ganze hat auch etwas Gutes. Wenn wir die Botschafter warnen, wird sie das daran erinnern, welchen Wert die Inquisition besitzt. Nicht, wenn die Inquisition für diese Bedrohung verantwortlich ist. Ich nehme an, ihr habt neue Informationen. Der elfische Bedienstete, der für die Fässer verantwortlich war, ist verschwunden. Notizen aus seinem Quartier belegen, dass er ein Spion der Kunari war. Aber er war doch Orlaisianer. Das belastet Orlais, nicht die Inquisition. Ja, allerdings sind die Fässer nur in den Winterpalast gelangt, weil sie auf der Vorratsliste der Inquisition standen. Na, wie sollen wir denn einen Krieg führen, wenn wir nicht einmal mehr unseren eigenen Leuten vertrauen können? Die Inquisition hat Corypheus aufgehalten und die Welt gerettet. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Bedrohung von außen verändert, wer wir sind. Ich habe die Inquisition im erhabenen Rat verteidigt. Und wofür? Damit wir jene, die wir angeblich beschützen, täuschen und bedrohen? Sobald wir die Spione... Es geht nicht um die Spione.
Ihr habt den toten Kunari versteckt. Ihr habt den Winterpalast quasi übernommen. Wir haben das Richtige getan, nicht das politisch Vorteilhafte. Wisst ihr überhaupt, was uns das gekostet hat? Orlais und Ferelden planen in diesem Moment, uns aufzulösen. Und vielleicht sogar zu Recht. Es wird schlimmer. Ich weiß nicht warum oder was ich dagegen tun kann. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Ich weiß nur, dass die Kunari aufgehalten werden müssen. Ich muss zum Davarat, solange ich noch kämpfen kann. Danke, Inquisitor. Sollen wir den erhabenen Rat über die Gefahr informieren? Ja, sie haben Recht darauf zu erfahren, was hier gerade abgeht, also. Ja, falls wir scheitern, muss der erhabene Rat wissen, was geschehen ist. Ich sorge persönlich dafür. Leliana, ich kann... Nein, eure Aufgabe ist ohnehin schon schwer genug. Ich übernehme es. Ich postiere am Illuvien Wachen für den Fall, dass die Kunari den Palast angreifen. Der Erbauer sei mit euch. So, Winterpalast ist plötzlich Nacht eingebrochen, okay. Moment. Na dann... Durch. Auf zur zum Davarat. Ich nehme trotzdem den Bullen nochmal mit, weil ich mir halt denke, er hat vielleicht auch noch was zur. Vielleicht hat er irgendeine Auswirkung. Nachtigall hat uns erzählt, was mit eurer Hand passiert ist. Wir alle wussten, dass dies vermutlich unser letztes gemeinsames Abenteuer wird. Also lasst es uns auch genießen. Also dann, Bianca, zeigen wir all den großen Leuten noch ein letztes Mal, wie man es richtig macht. Genießt meine Gegenwart, solange ihr noch könnt. Ich vermute, ihr alle werdet mich später schrecklich vermissen. Es war mir eine Ehre, all diesen Drecksäcken gemeinsam mit euch allen in den Arsch zu treten. Ja, das stimmt wohl. Na dann... Das klingt ja jetzt schon fast nach Finale. Das habe ich bei dem Hauptspiel auch schon öfters gedacht und wurde sehr verwirrt und enttäuscht und verschoben. Das war nicht nett. Frage ist wieder mal, wie lange will das Spiel jetzt laden? Ich bin für... Das war's. Nein, perfekt. Seht euch das an. Ein Illuvienfriedhof. Wo haben die Kunari die nur alle her? Und wie lange studieren sie die Illuvien schon? Je schneller wir ihre Invasionspläne vereiteln, desto besser. Ja, aber erstmal... Cleric leveln... Bei Varric halt die vergiftete Waffe auch ganz cool. Dann haben wir noch einen zweiten, der das nutzen kann. Ganz ehrlich, die Dinger machen ja nicht so viel Schaden. Oh. Dann... Dorian. Der Gegner versteckt deine Schützenbarriere, dann den Schmerz. Ja, das klingt doch ganz nett. So, hier sind ziemlich viele Kunari, was mir gefällt. Let's go. Bitte.
froh, dass der Magier da oben mal zu doof ist, die bei uns zu treffen, sondern die ganze Zeit die Wand trifft. Oh. Meine Güte. So. Trinken wir erstmal und lassen uns erstmal kurz regenerieren. Du bleib bitte bei mir. So, währenddessen unser Anker lädt sich weiter wieder auf, beziehungsweise ist wieder einsatzbereit. Sollte den Regenerationstrank vielleicht auch mal im Kampf schlucken. Könnte uns ein bisschen was sparen. Okay, der Bulle hat so einen Fähigkeitspunkt. Bei den kritischen Treffern besteht die Chance, dass wir ein Blutbad anrichten. Der Panik ist halt echt kacke. Keiner mag Panik. Wir rennen dann dumm rum und ja. Das ist ganz gut. Und Feuerfeuer. Luvien-Studien. Die Notizen auf diesen Seiten sind selbst für jemanden, der Kundert beherrscht, absolut unverständlich. Während die Handschrift den Kratzern ähnelt, die ein betrunkenes Huhn hinterlassen würde, sind die Zeichnungen hingegen äußerst genau. Zeigen unglaublich sorgfältige Studien mehrerer Illuvien sowie begleitende Schaubilder ihrer Funktionsweise. Interessant. Also ja, scheinbar haben die Unari seit Ewigkeiten die Illuvien schon studiert. Oh, verdammt, das kann nichts Gutes bedeuten. Geht's wieder? Wir sollten uns beeilen! Sie kommen! Ich hätte gehofft, dass ich dadurch die Dingens aktiviere. Die. Schon. Die Fässer, die noch in die Luft jage, aber. Ich wünschte, es würde mich überraschen, dass die Widersala alle ermorden will. Aber leider tut es das nicht. Wir erzählen Geschichten darüber, wie verdorben der Süden ist. Wer würde da nicht die bösen Adligen umbringen wollen, um die einfachen Leute zu retten? Ja. Das ist eine gute Frage. Nicht gerade eben noch irgendwo, Kunari? Da noch einer. Okay. Bin ich jetzt nicht so cool? Ich meine, wenn die uns jetzt gerade nicht hinterherrennen, dann
macht Dorian hier halt sein Ding. Ich dachte, damit sitzt hier auch so eine Feuermine. Oder sowas. Immer klar, ne? Es dauert gerade, aber der Gegner stirbt. Die da. Na gut, ziehen wir uns mal zurück. Ja. Ah, irgendwie. Dann trickst du die halt so aus, ne? Könnte jetzt was länger dauern, den entsprechend dieser Kampf, aber. Vorteil ist ja, dass ich keine Reichweitenbeschränkung habe. Ja. Ja, alle einfach nicht herkommen wollen. Gut. Der Speerkämpfer ist noch der gefährlichste, weil der kann ja auch werfen. Gesehen. Zieh dich. Dankeschön. So. Wie gesagt, der Speerkämpfer, der hält halt auch echt einfach viel aus. Okay, er trifft uns nicht, aber ein Großteil unserer Angriffe geht halt auch einfach daneben. Ja, sorgen wir mal für ein bisschen Verwirrung. Hat getroffen. Das hat getroffen. Oh. Na gut, dann halt. Einfach der Welt trifft jetzt. Das ist nicht nett. Das ist gar nicht nett.
Wanderweg. Au. Aus. Okay, ich muss halt immer auf den Abschlussangriff warten. Das ist der einzige, der noch Schaden macht. Ja, alles andere geht gegen die Mauer. Ja, und der brennt halt. Was ganz angenehm ist. Problem ist, die Typen mit den Schilden, die kriege ich so nicht tot. Da muss ich mir gleich was anderes einfallen lassen. Oh, kann sich wie gesagt eine Stunde nehmen, aber ne, besser so als tot. Ich sag mal maximal 2 Salven. Oder gerade abging mit den Effekten. Aber nee, das ist nicht so nett. Sag mal so, ne? Gegen den Boden kann man sich schlecht verteidigen, auf dem man steht. Schön. Wenn sich mal umdreht, ist natürlich auch ideal. Im Schaden. Bevor er das Ding berührt hat. Okay. Das nenne ich mal eine beeindruckende Tür. Jo. Ich aus. Generieren wir uns noch eben fix noch. Und dann. Ja. Müssen wir in der nächsten Folge mal gucken, wie wir diese Tür aufkriegen. Aber das kümmert uns heute nicht mehr, das kümmert uns morgen, beziehungsweise Montag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns ja, entsprechend Montag hier wieder. In der Hoffnung, dass wir dann nicht wieder so ein Cheese nutzen müssen, aber hat funktioniert, also ich beschwere mich nicht. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.